Ein herzliches Hallo von mir. Was ist mit meinem Kopf los? Ah. Hallo. Wir spielen Dead by Daylight. Gegen eine Spirit. Ja. Willkommen. Wir spielen heute Kate. Jagt sie direkt schon, dass sie irgendwie Paletten zerschlägt? Ich hab wachsam mit. Deswegen sehen wir sie. Aber was ist mit meinen Haaren? Schwerkraft gibt's nicht. Sie hat Felix. Felix? Haben wir zwei Felixe? Habe ich jetzt... Da drüben, der eine hat doch gerade den Generator knallen lassen. War nicht gerade aber in Felix verletzt? Ich weiß es nicht. Ich habe leider nicht aufgepasst, wen ich so in meiner Lobby habe. Er hat kurz gewunken. Ich würde jetzt hier durchziehen wollen. Sie ist auf jeden Fall jetzt hinter Klödi her, wie es aussieht. Felix wurde gerettet. Ist tatsächlich ein zweiter Felix. Ich dachte, Felix hat hier vielleicht weitergemacht. Aber nö. Habe ich falsch gedacht. Aber er war auch dort hinten. Warum? Warum war er nicht mehr am Gen? So, die Punkte gönne ich mir. Nein! Gut, Felix, wo bist du? Klödi wurde von der Palette gezogen oder irgendwo. Fenster? Ist dort hinten ein Fenster? Ich hoffe, der andere Felix macht einen Generator, weil irgendwie sind wir drei Grad. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, was ich tue. Felix? Das ist mein Platz. Ich glaube, sie hat Strider mit. Sie hat uns gehört. Oh, hier ist ein Totem. Ich weiß nicht, ob wir Ruin haben. Es könnte sein, dass es vielleicht der verteufelte Boden ist. Oder die aufgezehrte Hoffnung. Da ist noch was Leuchtendes. Er macht ein leuchtendes Totem weg. Aufgezehrte Hoffnung. Okay, warte. Ich mach das andere weg. Es war hier vorne. Wir haben Ruin tatsächlich. Kann jetzt nicht retten. Felix macht das schon. Nicht.
wurde verletzt. Frisch. Ich bin die Kleiderstange. Ich falle ja wohl mal gar nicht auf. Will der mich verpetzen? Ah, hier ist ja der Keller. Okay. Aber wie? Hä? Egal. Ich hing noch nicht. Ich habe aber gerade richtig reinge... Wie kamen sie denn... Kam sie durchs... Sie war im Keller! Ich hab nicht gerafft, wo sie ihn hingebracht hat. Ich dachte, er hängt draußen. Klar, dass sie mich gesehen hat und meine Frisur ist wieder und fliegt. Wie blöd. Jetzt sind wir beide im Keller. Ich bleib hier hängen. Wie blöd bin ich denn? Natürlich hört sie mich. Die Runde haben wir weggeschmissen. Und ich bin, glaube ich, mit Schuld. Mach lieber einen Generator an, Felix. Ich kümmere mich. Geh Generator machen, Felix. Wieso machst du nicht den, der so weit war dort hinten? Dann gehe ich dort hinter. Da war doch einer so weit, oder war der an? Meine Haare. Ich glaube, Felix hasst mich. Der ist an. Wir haben keine Ruinen mehr. Wieso steht die Palette hier so schief eigentlich? Das habe ich mich erst schon gefragt. Ich habe gerade gemerkt, dass ich ja geliehene Zeit mit habe. Und ich ja auch einfach retten kann. Also ich glaube, dieser Kawairashi, der wird mich hassen. Ach, du meine Güte. Ist hier eine Luke bei mir? Was soll's? Ich glaube, sie will ihn noch gar nicht auf. Hängen.
Sie möchte jetzt mich. Ich könnte ja die Luke bekommen. Ich meine, klar hätte ich nach der Luke gesucht. Retten. Oh, wirklich jetzt? Was will sie? Oh nein. Ich möchte euch doch die Runde so gern zeigen, weil ich so eine coole Frise habe. Will nicht tot. Hier, du weißt schon. Farm. Bitte. Danke. Oh. So ein Gefarme. Das ist so unnötig jetzt gewesen. Was wollte sie damit zeigen? Dass sie die Macht hat? Oder... Ich meine, ich habe jetzt ein paar Punkte zusätzlich bekommen. Ist auch nicht verkehrt, aber... Den Sinn habe ich nicht verstanden. Adrenalin. Alles klar. Gut. Wir sind nicht rausgekommen, aber das ist nicht so schlimm. Ich möchte euch die Runde, wie gesagt, trotzdem zeigen, weil meine Frisur ist einfach der Burner. Hier geht's. Hier sind die Haare der Schwerkraft angepasst. Aber was ging denn in der Runde mit meiner Frisur nicht? Gut. Ich verabschiede mich aber für heute aus dieser Runde DBD, aus dieser Folge. Wir sehen uns sehr, sehr, sehr gern beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt gesund und bis ganz bald. Tschüss.